Damn. Yeah. Oh, Hallöchen, ihr seht, Testfahrt im Garten, kleine Strecke aufgebaut, Fahrerin, meine Frau, ein bisschen was haben wir gemacht, ein paar Sticker, die Karo ein bisschen tiefer gelegt, dass der Schwerpunkt niedriger ist. Und man merkt schnell, das Servo ist ein bisschen zu schlapp. Aber ansonsten ist der Wagen echt top. Ah ja, das sieht gut aus. Ja. Man sieht schön die Achsverschränkung, ist echt geil bei dem. Das ist echt der Hammer. So, während meine Frau wendet, zeige ich euch mal kurz hier die Strecke. Hier sehen wir ein paar Bruchsteine, Baumstümpfe, Stückchen, Scheide, sagt man. Ja, ihr hört, es gewittert, jetzt fängt es an mit Regnen, aber wir sind zum Glück unter einem großen Baum. Mal gucken. Das soll nur so ein kleines First-Run-Video werden. Man sieht die Reifen. Ich hatte ja anfangs ein bisschen Angst, dass die vielleicht ein bisschen die Foams ein bisschen zu hart sind, aber scheint zu funktionieren. Echt ganz gut. Bisschen verkeilt jetzt hier. Ja, schön. Man sieht, Frauen haben Gefühl, aber jetzt hängt der. Das habe ich im Unboxing gemeint, dass man mit dem Heckbumper, da der so lang ist, gerne mal hängen bleibt. Ich helfe jetzt mal kurz. Weil der verkeilt sich dann so krass, dass man dann hängen bleibt. Oh, warte, wir setzen zurück. Ja. Auf ein neues, hier brauchst du wieder kurzen Hänger. Ja. Boing. Und dann. Ja, top. Fahr mal kurz zu mir hier, Schatz. Ich will nur mal kurz einen kleinen Überblick verschaffen. Ja, das reicht schon. Ja, man sieht hier vorne, hat meine Frau die ganzen schwarzen Dinger eingeklebt. Richtige Scheißarbeit. Hier schön, spielzeugarten.de. Überall so ein paar kleine Sticker ran gemacht. Wie gesagt, Karo ist komplett nachgeschnitten worden. Auch meine Frau gemacht. Ich habe dafür einfach kein Händchen. Ein paar Kratzer sind schon da, wie gesagt, die Felgen kommen ja auch noch andere dran, so von hinten. Ja, wer das kapiert, den Spruch, soll es mal in die Kommentare schreiben. Hier auch nochmal SK-Logo, Aussie Sparks, Aeromax und auf der anderen Seite halt genau dasselbe. Ja, weißt du, was sagst du, Schatz, wie fährt sich's für dich besser als dein alter SCX-10 oder? Sie sagt nein. Ich merke keinen Unterschied, sagt sie. Okay. Ja, also ich sag mal so, aus der Box heraus ist das definitiv das bessere Auto. Da muss man jetzt nicht irgendwie was schönreden. Es ist halt einfach so, allein schon die Aluteile, der Lenkeinschlag, was man sich alles spart. Lichterset ist übrigens auch schon organisiert. Da hilft mir der Lars von unserem Modellbaublog. Der baut mir da ein schönes Lichtset zusammen. Und ja, geiles Auto. Bin immer noch vollends begeistert von dem Auto. Ich werde dann noch mal in einem gesonderten Tischvideo ein bisschen drauf eingehen, was ich gemacht habe. Und ja, das sollte so als First Run eigentlich erstmal sein. Wie gesagt, relativ spontan. Es regnet jetzt auch. Schnell hier ein paar Steine in den Garten gelegt. Ja, nettes Auto, nettes Spielzeug und jetzt wird es immer doller, deswegen werden wir jetzt die Sache hier abbrechen. Die Frau fährt auf die Treppe und dann hat sich die ganze Sache hier erledigt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.